Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die X-Line. Die hat gestern erst aufgemacht. Ich bin die gestern einmal gefahren bei Nässe, aber einfach so, dass ich sie halt einmal gefahren bin für euch, dass ich nicht so ganz trocken einfahre. So, ich weiß nur ungefähr, wo die Strecke lang geht. Und genau, ich denke, die Strecke vorstellen wird genauso sein wie bei vielen anderen auch. Nur, dass halt ich euch zeige, für andere. Okay Leute, da war ich lustig, hab's verstanden. Übrigens, vorhin, ich erzähle euch jetzt einen Witz, ne? Da war ein Typ gestanden, ganz alleine, ohne eine Herde. Und dann hab ich nur so gefragt, die Kuh, wo sind deine Kollegen? Okay, war nicht lustig, hab's verstanden. Also hier, Zwischenstück, da hoch wird's ja gehen zum Hackeberg Trail, aber zum Glück halt gerade der Schattberg-Sprinter offen, was bedeutet, dass ja, man ihn da nicht hochschieben muss. Der hat aber halt nicht immer offen, das ist so das Problem. Ich glaube jetzt im Sommer schon, aber nicht immer, soweit ich weiß. Also war zumindest letztes Mal, als wir da waren, also kleiner Jump, viel zu kurz, perfekt Leute. Der obere Teil wirklich entspannt, können auch Anfänger fahren bis zum Stadtberg-Sprinter und dann ja, der obere Teil hier echt entspannt bis zum Stadtberg-Sprinter, danach wird es anspruchsvoller, weil das seht ihr ja gleich. Meine Bremse quietscht übrigens, keine Ahnung, ich vermute, ich habe da jetzt organische Belege drauf, deswegen quietscht die ein bisschen, Bremskraft ist aber trotzdem da. Ja, und wenn die zu heiß wird, dann quietschen eben organische Belege immer, das ist ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir schon. So, hier, wie kann man so fahren? So und tschack. Also, das war der Triple-Double. Aha, lustig. Wow, 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 wow. Okay, hier was knackt. Gestern bin ich mit zwei anderen Jungs gefahren, die habe ich da oben drauf und die sind da zum ersten Mal gefahren. Und dann haben wir gesagt, ja komm, lass doch zusammenfahren. So, hat eigentlich recht gut funktioniert. Heute leider alleine. Perfekt Leute, fast in den Abhang. Also Hände machen schon minimal dicht. Jetzt am Anfang der Woche war es ganz schlimm. Mitte der Woche war es echt richtig gut. Da haben wir fast gar nicht mehr gekrampft. Jetzt auch heute merke ich es wieder deutlich. Manche Teile nicht rede, dann ist daran das anspruchsvoll ist. Also, ja. Jo, kleiner. Okay. Keine Ahnung, wie man da abspringen kann. Also, ich glaube, die hatten einfach nur einen Platten, so wie ich das gesehen habe. Hier, verweilen verboten, 200 Meter. Weil da kommen wir öfter scheinbar Steine in den Hang runter. Nicht so geil. Hier ist leider ein sehr flaches Stück, was natürlich mit dem Freeride-Bike wieder nicht so das Optimalste ist. Aber okay, muss ja jetzt so gehen, muss ja. Wäre mal keine Wahl. Das Problem heute Freitag, morgen Samstag und morgen ist halt letzter Tag. Aber morgen haben wir nur zwei Abfahrten wegen der Joker-Card nochmal und das war's dann. Und heute haben wir ja quasi noch die Liftkarte, bedeutet morgen nochmal zwei Abfahrten und dann war's das. Deswegen zeige ich euch das heute noch, weil ich heute quasi noch so oft fahren kann, wie will. Oh Gott, dieses Ziehstück, ey.
zieht sich. Okay, war ja auch wieder ein ganz lustiger Joke. Hier der Sprung, wo Leo Kass ja ordentlich aufs Maul geflogen ist. So. Na, der ist, glaube ich, in den Hang rein, weil er den Sprung ein bisschen zu nach rechts gesprungen ist. Ja, Leute, ich habe einige Videos zu den ganzen Trades hier selber durchgesuchtet, weshalb ich auch gefühlt alle Trades hier auswendig kenne. Zumindest weiß, wo die alle liegen und so. Jetzt merkt ihr, dass ich ein längeres Stück nicht gefahren habe, gebremst nicht. Dann habe ich oben kurz gebremst, kurz heiß geworden die Bremse und quietscht wieder. Also es liegt scheinbar echt an der Hitze bzw. Wärme, wenn die Bremse einfach wärmer wird. Okay, da müssen wir da rein. Heute, wenn es trocken ist, wesentlich entspannter. Also ihr müsst euch mal vorstellen, das bei Nässe. Das ist alles andere als lustig. Jetzt hat der Pedalhänger beam. Kleiner Sprung verpasst. Das ist wie der Bergstadel-Trail. Ein Stück da. Boah, ist das anstrengend, ey. Übrigens ist die hintere Bremse, nicht die vordere. Die vordere macht keine Geräusche. Den nehmen wir mal mit. Den haben wir mal gestern nämlich noch gemerkt. Hier leider gesperrt, also es sind Teile vom Trail gesperrt, weshalb ich euch leider nicht die Originalline zeigen kann, sondern halt, ja, man muss halt hier runter, ein bisschen blöd. Oh. So, jetzt rüber, weil da vorne müssen wir, nein. Wenn man die Kurve zu eng fährt, rutscht man weg. Perfekt, Leute, mein Gang war draußen. Also ihr müsst wissen, mein Gang fliegt die ganze Zeit raus, weshalb ich bei vielen Sprüngen, die hier kommen, auch einfach nicht die Geschwindigkeit rausbringe, wenn es davor ruppig war. Also entschuldigt euch bitte. Ja, wir sind hier das Neugebaute. Mache ich eine ganz kleine Pause. Also ihr kommt übrigens da bei der Mittelstation raus, entweder da oder eben da vorne. Ich bin jetzt das gefahren, weil ich es einfach entspannter finde. Und dann müsst ihr bei der Mittelstation da unten rechts. Okay. Also immer schneller durchlassen. Ich habe schon vielen Videos gesagt und ich bin halt auch nicht der Schnellste, deswegen frage ich viele immer, ob sie davor durch wollen, schneide ich halt hier rein. Oh, und diese Bremse, ich raste aus, ey. Ich glaube, es ist für euch auch echt nervig. Also das obere Waldstück sind wir definitiv dreimal so schnell gefahren wie gestern. Wald,
hinter mir ist keiner, okay. So, ihr hört es immer die ganze dieses Klackgeräusch, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Und das bedeutet quasi, dass die Kette, also dass ich meine Ritze nicht rückwärts drehe, also der Leerlauf mit drin ist. Was wiederum bedeutet, dass die Kette schlagert und dann halt meistens der Gang rausfliegt. Weshalb ich halt wirklich hier fast alles ohne... ohne Gangschaltung fahre. Kurz ein bisschen Hände entlasten, weil bisher bin ich alles durchgefahren. Außer die eine Pause, aber da erst mal die Nase glauben. Oh Gott, mach meine Hände heute wieder schnell dicht. Das würde heute noch im Laufe des Tages vergnügen. So, dann kommen, also hier kommen jetzt immer so ein paar ganz kleine Drops, die kann man vielleicht runterfahren. Ich tue mir so leicht das Rad anheben lassen, dass ich quasi nicht in die Gefahr komme, mich zu überschlagen. Aber gestern ist den auch wert gefahren, also das geht scheinbar auch. Habe ich mir gestern auch gemerkt, deswegen wusste ich, wohin geht. Wenn man den nicht kennt, kann es echt den Hang runtergehen. Und das ist, sowas zu bauen ist auch eigentlich gar nicht cool oder lustig oder irgendwas. Das ist einfach nur gefährlich. Also ihr hört, ah Gott, ja, Kette draußen, also kann ich drehen. Perfekt, perfekt. Das kann ja nur lustig werden bei Sachen, wo man treten muss. Wenn man es sonst nicht schafft vielleicht, ne? Ich denke eher an weiter da unten. So, hier ist nichts, da kann man drüber fahren. Hier eine große Steilkurve. Da waren welche, aber die haben Reifen geflickt, habe ich gesehen. Deswegen habe ich da jetzt nicht nachgefragt. Aber alles gut. Also hier sind sogar noch echt nasse Stellen. Thank you.
Genau, das meine ich. Also da konnte ich jetzt nicht hochtreten, was natürlich nicht lustig ist. Aber wenn man ins Leere tritt, das kann wirklich ordentlich wehtun. Das ist so wie beim Fußball, wenn es da einfach da ins Leere trittst. Weil du denkst, da kommt noch der Ball. Auch sehr unangenehm. Hier wieder Norsche Elemente. Hier mit so einem geilen Gummiteppich an. Hört uns. Aber trotzdem nie Druck machen von hinten, Leute. Also Leute, da nur der kleine Druck, eben weil ich nicht reden konnte und ich tatsächlich, also gestern war es so, da musste ich zweimal reintreten, dass ich die Geschwindigkeit für den größeren habe. Ja. Erzähle ich euch, warum ich den Job da nicht mache. Ja, also da kommen wir gleich nochmal dazu. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Jo. Aber wir sind gleich unten. Also gibt mir noch 30 Sekunden, dann erkläre ich ein bisschen was. Also ganz kurz was. Dann war es das auch schon mit der X-Line. Also Leute, warum habe ich den Drop da hinten nicht gemacht? Das ist ganz einfach, und zwar habe ich mir den nicht zutraut. Ich habe selber das Gefühl gehabt, wenn ich den mache, geht was schief. Und um ehrlich zu sein, Leute, hatte ich diese Situation jetzt schon zweimal. Einmal in Osternohr, da sind wir bei Nässe die Downhill-Line gefahren, es hat wirklich geregnet. Und ja, dann bin ich weggerutscht und habe dann das Kahnbein gebrochen. Richtig mieser Bruch, also ne? Wünsche ich keinem. Hatte ich ein schlechtes Gefühl, ich habe es trotzdem gemacht. Dann einmal wollte ich einen Dirtjump springen, hatte auch ein schlechtes Gefühl. Und ja, dann habe ich mir den Daumen gebrochen. Auch nicht geil. Und mittlerweile bin ich ein Mensch, ich höre wirklich auf meinen Bauch. Das klingt jetzt blöd, aber wenn ich ein schlechtes Gefühl bei etwas habe, dann mache ich es erst gar nicht, weil ich weiß, es passiert was. Das heißt jetzt nicht, dass ihr keine Sprünge mehr machen sollt, weil ihr schlechtes Gefühl davor habt. Ne? Weil ein wenig mulmiges Gefühl davor zu haben, ist ja auch okay, weil ihr macht ja nur einen großen Sprung. Aber gerade bei solchen großen Sprüngen da unten, ne, bin ich doppelt vorsichtig und da weiß ich, okay, ich fühle mich jetzt nicht bereit dafür, ich mach's nicht. Und ich möchte ehrlich mit euch sein und auch jetzt nicht euch irgendwelche Geschichten erzählen und den Drop einfach nicht reinschneiden oder irgendwas. Deswegen, bei sowas, passt auf, Leute. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.